Hast du irgendeine Grundphilosophie, die in jedem deiner Projekte erkennbar ist? Sozial, skulptural und engagiert, würde ich mal sagen. Also wir wollen mit den Menschen bauen, ja, das merkt man unsere Mitbestimmungsprojekte. Wir wollen von der Architekturhaltung her eher skulptural sein, das heißt, wir wollen Baukörperstellungen sehen, wir wollen Städtebau machen mit den Baukörpern. Ja, und engagiert ist, glaube ich, sind viele Architekten, muss ich sagen. Aber bei uns ist, glaube ich, das noch das Besondere, dass wir halt mit den Menschen gemeinsam versuchen, was Neues zu entwickeln. Wie sozial kann eigentlich Architektur sein? Schönes Thema. Naja, also wir Architekten haben ja schlussendlich als Endnutzer immer Menschen drinnen, nicht? Die das Gebäude dann bewohnen, die das nutzen. Sage ich mal, auch vielleicht ganz anders, als wir die Architekten sich das gewünscht haben oder vorgestellt haben. Aber wir machen das am liebsten so, dass wir die endgültigen Nutzer, wenn es das schon gibt, in den Planungsprozess hineinziehen. Wenn es den Endnutzer noch nicht gibt, versuchen wir, die Bauträger mit reinzubringen in die Planung, deren Wissen sozusagen rauszuholen, wie die Leute wohnen wollen. Also diese soziale Architektur fängt eigentlich weit früher an, also fängt in der Planungsphase an. Ja. Weil man kann sagen, sozial ist vielleicht die Nutzung der Architektur, aber sozial ist auch natürlich ein Prozess, wie Architektur entsteht. Und Partizipation in einem Planungsprozess ist was anderes, als wenn ich sage, okay, ich weiß, was ihr wünscht. Ja. Das heißt, mit der Partizipation müssen wir uns ja jedes Mal den Bewohnern stellen, unsere Vorschläge aufbreiten und dann wird darüber diskutiert. Und diese Diskussion ist ein ganz interessantes Phänomen, weil es ist nämlich nie so, dass die Leute grundsätzlich mal dafür sind. Ja? Sie sind 30% dafür, 30% dagegen und ich sag mal, die restlichen, 60-40% sind dann dazwischen drin und sind unentschlossen. Und dann beginnt aber eine harte Diskussion zwischen den Lagern. Also die was für etwas sind, sagen genau, warum sie dafür sind. Die was dagegen sind, lassen ihre Kritik freien Lauf. Und irgendwann einmal ist dann das Wissen innerhalb der Gruppe so groß, dass die Gruppe eine sehr weise Entscheidung fällen kann. Und als Architekt muss man ja immer eigentlich in die Zukunft schauen und dann in der Gegenwart etwas zu bauen. Wie weißt du eigentlich, was die Zukunft ist oder wie kannst du es hervorsehen? Also ich meine, ich kann die Zukunft nicht vorhersehen, aber ich weiß, wohin wahrscheinlich der Trend gehen wird. Das ist, glaube ich, schon. Und ich glaube, als Architekt muss man sich diesen ganzen Strömungen öffnen, sei es Kunst, sei es Technik oder Mode, Musik. Das sind auch so Inputs, die man irgendwie die sich dann verdichten zu irgendeiner, ja, weiß nicht, Vorhersehbarkeit nicht, aber zu einem Trend zu erkennen. Und die Menschen heutzutage leben ja immer unterschiedlicher und flexibler. Wie sehr kann die Architektur da mithalten? Ja, eigentlich nicht so gut. Also die Architektur ist noch immer nicht so weit wie bei einem Auto, ja, was ich weiß, dass ich mir komplett individuell alles wünschen kann. Man kann sich das schon wünschen, aber das ist dann für den einen und dann muss man das Auto verkaufen oder die Wohnung verkaufen, wenn man es ganz anders haben will. Wir haben da in der Sargfabrik haben wir schon sehr viel gemacht. Also da haben wir die ganzen Wände sind aus Trockenbauwände, man kann das alles wegnehmen. Aber wir haben bis jetzt, glaube ich, das erste einziges Mal gehabt. Und ihr nehmt ja auch regelmäßig an Wettbewerben teil. Wie stehst du zur Wettbewerbskultur in Österreich und wo sind da die Vorteile eigentlich? Ja, da muss ich schon mal gleich mal lachen. Wir haben 40 Wettbewerbe gemacht in den letzten 4 Jahren und haben 4 Jahre lang keinen einzigen Wettbewerb gewonnen und haben schon gedacht, also ich weiß nicht, wir sind völlig am falschen Dampfer unterwegs. Und dann haben wir in einem Monat 2 Riesenwettbewerbe gewonnen, noch dazu am gleichen Tag. Da fragt man sich irgendwie, also dieses Auf und Ab des Architektenlebens ist schon also ganz anderes als wie normalerweise. Und wir haben viel Geld reingesteckt, um diese Wettbewerbe zu machen, viel Zeit, viel Herzblut. Ja. Und ich weiß nicht, es gibt halt ganz schwer eine wirkliche, faire Lösung für das Ganze.
Also ich glaube, die faireste Lösung ist noch immer, nicht 500 oder 100 Architekten an einer Bauaufgabe forschen zu lassen, und das wirft man dann weg, also 99 wirft man dann weg, einer gewinnt, sondern man sollte eigentlich schauen, dass man das einengt, vielleicht 5, vielleicht 10. Die kriegen dann vielleicht ein bisschen Geld dafür, und weil es geht nicht, dass wir volkswirtschaftlich immer gratis arbeiten. Das geht auf Dauer nicht. Und also ein freier Wettbewerb kann man mal hier und da mal machen. Wir machen es nicht mehr mit, weil das einfach sinnlos ist, weil bei jedem freien Wettbewerb 200, 300 Leute abgeben. Also wir schauen eher, dass wir reinkommen in die Gutachterverfahren und so weiter. Und vielleicht noch irgendwelche Tipps an die Architekturstudenten? Ja, also ein Tipp ist auf alle Fälle der, Praktiken zu machen, also in Architekturbüros hineinzugehen, sei es nur für 2 Monate, 3 Monate, am besten natürlich so 6 Monate, da kommt man irgendwie in den Fluss des Architektenlebens hinein. Meine Erfahrung ist, dass die Studenten danach andere Menschen sind. Ja? Also es ist ein anderer Druck da in einem Büro als wie, sage ich mal, auf der Universität. Und vielleicht ist es auch zum Teil pragmatischer, vielleicht auch nicht, aber auf alle Fälle hilft es zur Weiterentwicklung der Studenten.